Digga, wir müssen ein, zwei Dinge tauschen hier oben auf jeden Fall. Warum habe ich das vorher nicht gesehen, Alter? Diggi, ich gebe zu, es war ein Fehler gemacht, ja. Das Haus, ja, ich gebe zu, das Haus hat so seine Ecken und Kanten. Und ich bin auch immer noch gut drauf. Ja, ja, das ist das Wichtigste. Ja. Dass die Hoffnung nicht verlierst. Ja. Ein bisschen Farbe, ja. Und dann ist gut, dann sieht es wieder gut aus. Ein bisschen Farbe, ein bisschen Spucke, eine neue Gardine und dann haben wir es auch schon. Hier an die Seite machen wir ein Fallrohr dran. Jawohl. Ich schacht ja hier eh auf einmal ringsrum, ja, ne? Ja, aber die Spornköpfe sind dann sichtbar. Die Spornköpfe bleiben sichtbar, ja. Schuhe ich also praktisch an der Seite anders. Schuhst du an. Und was für Dimensionen haben die? Was denkst du? Na, diese 8 auf 16. 8, ein bisschen aussieht. 8 auf 16, genau. Und wie oben 80 cm dann Abstand. Ja. Mauerbude drauf machen und dann eine neue Zinkabdeckung drüber. So vorne jetzt? Ja. Ja. Aber dann sehen wir dann kein Holz. Vorne. Nee, da würde dann, nee, das würde ich dann so tief ziehen. Also wir dübeln das ganze Ding jetzt komplett auf, sozusagen. Den haben wir ausgewechselt, den halt. Ja, war das komplett vergammelt, ja? Ja, ja. Wo seid ihr da unten rangegangen? Läuft hier noch eine fette drunter, oder was? Ja, hier. Ja. Ach, natürlich ein massiver Aufwand, die ganze Scheiße hier aufzudoppeln, ne? Ja. Auf der Ecke ist nicht so viel. Es hängt da auch noch eine Rinne drüber, ja? Jetzt raus. Kann das sein, dass du ein bisschen außer Puste bist schon? So Leute, an der Stelle unterbreche ich das Dachvideo mal. Da wird es auf jeden Fall einen zweiten Teil geben. Wir haben noch etliche Arbeiten zu tun. Aber wir müssen jetzt erstmal die eine Giebelseite abrüsten, weil wir da ja das Vordach freimachen müssen, was Christian Schneider ja auch noch macht. Die gehe ich jetzt hier runter. Pass auf. Da guck dir mal diese riesen Dachfläche an. Wie schön das geworden ist, wa? Mit den Doppelmullenfalz, oder? Also ein riesen Dankeschön an Christian und seine Jungs, Alter. Ihr habt einen richtig geilen Job gemacht hier. Und zwar werden wir hier diese Dachterrasse, das sind 40 Quadratmeter Dachterrasse, noch mit EPDM-Folie komplett ausschweißen. Diese ganzen Betonplatten, die da drauf sind, nehmen wir alle hoch. Und dann werden wir das mit WPC-Terrasse machen. Werden wir WPC-Dielen legen. Weiß nicht, sieht man das hier, Diggi? Männer, vielen, vielen Dank, Alter, für die geile Arbeit in den letzten Wochen, wo wir dieses Dach hier realisiert haben. Wir hatten einige Stolpersteine, alle erfolgreich bewältigt. Ja, Diggi, kannst du ruhig ausmachen, die Bude.